Eine Woche nach dem 3:1 Auftaktsieg des WSV gegen den Aufsteiger Herkenrath treten wir heute an zum ersten Auswärtsspiel in dieser Saison. Und das ist dann direkt das Derby gegen RWE hier an der Hafenstraße. Und 3:1 ist unser Stichwort. In der vergangenen Saison hat der WSV beide Derbys mit 3:1 gewonnen. Der amtierende Doppel-Derby-Sieger ist also heute hier dabei. Und noch eine kleine kuriose Randnotiz. Der Derby-Held aus dem Frühjahr, Enzo Wirtz, 3 Treffer gegen RWE, sitzt heute auf der Bank der Essener. Beim WSV gibt es 3 Veränderungen in der Startformation. Für Semir Saric, Marco Cirillo und Sascha Schünemann sind heute in der ersten Elf Jonas Erwig-Drüppel, Mike Kühnel und Enes Topal. 1400 Tickets sind im Vorverkauf schon über den Ladentisch gegangen im WSV-Fanshop. Der Block ist gut gefüllt und das sind hier die Highlights. It's Derby Time bei WSV TV. RWE gegen den WSV. Der WSV unterliegt Rot-Weiß Essen mit 1:5. Thjorben Uphoff ist bei uns. Danke, Thjorben, dass du so kurz nach dem Spiel bei uns bist. Es ist natürlich ein heftiges Spiel gewesen für die gesamte Mannschaft. Ist dieser Matchplan nach 24 Sekunden völlig überflüssig geworden? Was war da los? Ja klar, unser Ziel war natürlich, so lange wie möglich hinten die Null zu halten, damit vielleicht auch ein bisschen Unruhe zu provozieren. Hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten oder gar nicht. Und dann stecken wir das 1:0 eigentlich ganz gut weg. Aber mit dem 2:0 und dem 3:0, dann war es schon extreme Nackenschläge. Was hat beim WSV gefehlt heute, defensiv und offensiv? Ja, ich will hier niemandem den Kampf oder den Willen absprechen, aber wir haben dann teilweise auch Ballverluste oder viel zu einfache Fehler gemacht. Und Essen hat es heute halt gut gemacht, richtig gut gemacht. Wir haben auch fast jeder Chance ein Tor gemacht. Es wird dann halt bestraft und dann gehst du ja auch mal mit 5:1 baden und das tut natürlich extrem weh. Wir sind mit sehr viel Euphorie angereist hier nach Essen. Letzte Woche 3:1 gewonnen gegen Herkenrath, gegen den Aufsteiger. War das vielleicht zu viel Euphorie? Selbst in dem Spiel stand es ja bis zur 85. nur 1:0. Es wäre auch ein Unentschieden vielleicht sogar möglich gewesen. Hat das vielleicht sogar ein bisschen getäuscht, dieses Spiel? Nein, also ich will jetzt nicht sagen, dass das getäuscht hat. Wir können uns erstmal nur dafür bedanken, dass hier, ich weiß nicht, vielleicht über 2000 Leute mit nach Essen gekommen sind, die uns auch, ja klar haben die uns jetzt eben beschimpft, aber die haben uns eben auch wieder aufgebaut und ich denke, nur so funktioniert das auch.
wir brauchen die Fans und wir brauchen auch die Unterstützung. Und dass man nach so einem Spiel auf die Fresse kriegen kann von denen, da habe ich alle vollstes Verständnis für. Aber wir müssen das jetzt zusammen anpacken. Wir haben jetzt gegen Lippstadt vermeintlich leichten Gegner, der es auch wieder nicht einfach wird. Aber da müssen wir 3 Punkte holen. Und dann sind wir mit 6 Punkten aus 3 Spielen gestartet. Es ist nicht der allerschlechteste Start und wir haben immer noch den 2. Spieltag. Also wir können hier immer noch einiges packen. Hat denn beim WSV für dich auch viel an Spielidee gefehlt? Wie kann man das erklären, dass die Mannschaft eben sich so hat zurückfallen lassen und auch so hat beeindrucken lassen? Ja, Essener, die haben die Tore zu dem Zeitpunkt gemacht, wo wir uns gerade so ein bisschen wieder gefangen haben. Wir haben uns nach dem 1-0 gefangen, wir haben uns in die Augen geschaut und gesagt, hey, eigentlich je früher das Tor, desto besser, umso mehr Zeit haben wir noch. Dann kriegen wir das 2-0, da ist wieder so ein Ding, wo wir sagen, okay, 2-0, das 2-0 kann jeder drehen, das können auch wir drehen. Aber die Tore kamen und sie kamen immer dann, wenn wir gerade so ein bisschen wieder die Brust raus hatten und den Kopf oben. Und das, ja, irgendwann sind die Nackenschläge so viel, dass du dann auch das nicht mehr wegstecken kannst. Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, wir wollen wenigstens die zweite Halbzeit gewinnen. Das haben wir auch nicht geschafft. Das Einzige, was wir jetzt schaffen können, ist, dass wir Samstag ein gutes Spiel machen. Thjörn Opoff, Mittwoch im Pokal gegen Lohberg und dann Samstag gegen Lippstadt. Thjörn Opoff, vielen Dank. Danke. Christian Britschow ist bei uns, unser Cheftrainer, 1-5 bei Rot-Weiß Essen im Derby, erstes Auswärtsspiel. Wie ist das für dich zu erklären? Eine Woche nach dem 3-1, viel Euphorie, der WSV ist mit einer breiten Brust angereist und nach 24 Sekunden stand es dann 0-1. Ja, das war der erste Dämpfer, den wir bekommen haben. Wir bekommen 5 Gegentore, davon 3 nach Einwürfen. Das ist heute ein Punkt gewesen, der uns das Genick gebrochen hat. Das haben wir definitiv sehr, sehr schlecht gemacht, obwohl es sehr wenig Positives gibt. Ist das ein Punkt, wo du sagst, da müssen wir wirklich ansetzen? Ja, viel, viel Positives bleibt heute nicht zu berichten, leider von diesem Spiel. Vergangene Woche 3-1 gegen Herkenrath, da stand es bis zur 85. 1-0 für den WSV. Mit ein bisschen Pech geht das Spiel vielleicht unentschieden aus. Hat das vielleicht ein bisschen hinweggetäuscht, dass man mit einer zu breiten Brust angereist ist? Nein, das hat damit nichts zu tun. Derbys sind sehr speziell. Wenn du dann nach heute 26 Sekunden 1-0 zurücklinkst, dann nimmt die eine Seite die Euphorie mit. Du musst dich erstmal schütteln. Danach lief es auch eine Zeit lang ausgeglichen. Und mit dem 2-0, wo wir wirklich wieder einen eigenen Fehler machen, läufst du Gefahr, dass so ein Spiel auch mal so ausgeht. Heute ist es so ausgegangen. Wir haben heute wahnsinnig wirklich aufs Maul bekommen. Und das tut mir leid für alle, die mit dem WSV sympathisieren. Und es tut mir wahnsinnig weh für die Fans, die hier heute so zu uns gestanden haben und wirklich nicht einmal ihren Unmut kundgetan haben. Also muss ich sagen, Kompliment an die Fans, wie sie damit umgegangen sind. Für uns gilt es jetzt diese Woche, diese Fehler aufzuarbeiten, wirklich zu beseitigen und das nicht nur so als Geschwafel stehen zu lassen, sondern diese Fehler zu beseitigen und nächsten Samstag anders zurückzukommen. Es waren auf jeden Fall um die 2000 WSV-Fans heute dabei. Danke auf jeden Fall für diesen Support. Wir haben gerade mit Thjörn Opoff gesprochen, der gesagt hat, die Tore für Essen sind immer in einer Phase gefallen, wo der WSV eigentlich mehr hätte draus machen können. Gehst du damit? Ja, die kommen definitiv zu Zeitpunkten, wo du sagst, jetzt hast du das Gefühl, jetzt geht es in die andere Richtung, das 1-0 natürlich nicht. Und wenn du dann aber immer, wenn du gerade dabei bist, das Spiel wieder in die Waage zu bringen, wieder einkriegst und wieder auf die Bretter geschickt wirst, ist es irgendwann schwierig zurückzukommen. Von daher ist das nachher ein logischer Verlauf, wenn ein Spiel mal so scheiße läuft, wie es heute gelaufen ist. Nochmal, die Leistung, die wir heute geboten haben, und da schließe ich uns alle mit ein, das tut mir echt leid und das tut mir echt weh für unsere Fans. Danke auch für diese ehrlichen Worte. Mittwoch geht's im Pokal schon weiter gegen Lohberg. Christian Britschow, vielen Dank. Danke auch.